schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute begrüße ich Sie aus der Zschopau-Stadt Waldheim. Man sagt ja, wer nichts wagt, kommt nicht nach Waldheim. Im Jahre 2010 hat es Reinhard Prischber mit seiner Familie gewagt. Seitdem wohnt der gebürtige Hesse hier im Pfarrhaus auf dem Kellerberg. Er wurde 1966 in Alsfeld in Hessen geboren. Nach dem Abi und dem Zivildienst studierte er in Oberursel, Frankfurt und Erlangen zunächst Theologie. Dann hat er bei der Deutschen Post erstmal 2 Jahre als Briefträger gearbeitet. Als alle Briefe zugestellt waren, folgte das Vikariat im Odenwald. 2000 trat er seine erste Pfarrstelle in Oelsnitz im Erzgebirge an. Hier in Waldheim ist er neben der Hirtentätigkeit auch Musiker, besonders abends auf dem Kirchturm, auch Notfallseelsorger. Er ist nicht nur im Gemeindegebiet mit dem Fahrrad unterwegs, meist mit einem ganzen Geschwader Schutzengel. Heute ist er nach Knobelsdorf gekommen, natürlich mit dem Fahrrad. Er wird uns das 5. Thema vorstellen. Seien Sie gespannt! Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte. Seine Kleidung war weiß wie Schnee,
und sein Kopfhaar wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und dessen Räder waren aus Feuer. Es war ein Strom aus Feuer, der von ihm wegfloss. Tausendmal tausend dienten ihm. Eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah hin, weil das Horn so großspurig redete. Da sah ich, dass das Tier getötet wurde. Sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienten ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Ich sah dieses Horn gegen die Heiligen kämpfen. Es überwältigte sie. Dann kam der Hochbetagte und übertrug den Heiligen des Höchsten das Gericht. Es kam die Stunde, in der die Heiligen das Königreich erhielten. Der Dastand sagte, das vierte Tier steht für das vierte Königreich der Erde. Es wird ganz anders sein als die anderen Königreiche. Es wird die Erde fressen, sie mit Füßen treten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden 10 Könige hervorgehen. Nach ihnen wird ein anderer König kommen. Er wird ganz anders sein als die vorigen. Er wird 3 Könige stürzen. Er wird über den Höchsten lästern und sich gegen die Heiligen des Höchsten wenden. Er hat vor, Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern. Für 3,5 Zeiten werden die Heiligen in seine Gewalt gegeben. Dann wird Gericht gehalten werden. Dem König wird seine Macht weggenommen. Er wird endgültig zerstört und vernichtet. Und das heilige Volk des Höchsten erhält Herrlichkeit, Herrschaft und Macht über die Königreiche unter dem Himmel. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Ihm werden alle dienen und gehorchen. Maximal. Wir hören von Tieren. Ein Löwe mit 2 Flügeln, die er wieder verliert. Ein Bär. Ein Panther mit gleich 4 Köpfen. Ein Tier, das undefinierbar ist, mit vielen, vielen Hörnern. Und gemeint sind Völker, die die Weltherrschaft ausüben. Also die Babylonier, die Meder, die Perser und schließlich, da ist der Fokus drauf, Alexander der Große und seine Diadochen. Ganz anders als die vorherigen.
Das vierte Tier steht für das vierte Königreich auf der Erde. Es wird ganz anders sein als die anderen Königreiche. Es wird die Erde fressen, sie mit Füßen treten und sie zermalmen. Der große Maximus Maximal. Und von ihm, von diesem Tier, gehen also 10 Hörner noch einmal aus. Und das letzte davon, das reicht in das 2. Jahrhundert vor Christus, Antiochus Epiphanes, etwa im Jahr 167. Da lässt er im Tempel ein Bildnis des Zeus aufstellen. Er verbietet den Sabbat. Er will das ganze jüdische Volk hellenisieren und ihnen Sitten aufzwingen, die ihrem Glauben völlig widersprechen. Noch einmal eine Steigerung. Ein anderer König, er wird ganz anders sein, noch einmal als die vorigen. Er wird 3 Könige stürzen, er wird über den Höchsten lästern und sich gegen die Heiligen des Höchsten wenden, ändert Festzeiten und das Gesetz Gottes. Für 3,5 Zeiten werden die Heiligen in seine Gewalt gegeben. Dann wird Gericht gehalten, dem König wird seine Macht weggenommen. Und im anderen Sinne eben maximal. Das ist die Botschaft. Es ist eine Zeit festgesetzt, ein Max, nicht maximale Macht und Gewalt der Herrschenden, Alexander Maximus, sondern maximal bis dahin und dann ist Schluss. Weil die wirkliche Herrschaft hat Gott in Händen. Er hat allem seine Zeit gegeben. Und wenn die Zeit um ist, dann ist aus. Und statt der Tiere erscheint nun jemand, der menschlich ist. Bar Enosh heißt es in der aramäischen Sprache, in der das Buch Daniel bis zu diesem Kapitel, bis zu diesem 7. Kapitel verfasst ist. Und es ist ein Mittelaramäisch, das auch ab dem 2. Jahrhundert erst gesprochen wird. Also in der Zeit ist dieser Text verfasst worden, 2. Jahrhundert vor Christus. Es ist die Sprache, die dann auch Jesus sprechen wird. Aramäisch. Und auch schön zu hören, der alte, der hochbetagte Antik. Und man hört unser Wort Antik schon daraus klingen. Oder Sör, das sind die Haare, die wollweißen Haare. Meine Kinder haben gesagt, wenn es zum Friseur ging, zum Sör. In Aramäisch verfasst Bar Enosh, der Sohn des Menschen. Einer mit menschlichem Angesicht. Es geht nicht mehr tierisch zu, nicht mehr mit Hörnern. Ja, ursprünglich sollte dieses Zeichen so bei Metal-Konzerten eigentlich den Gehörnten bedeuten. Heute wird es gedeutet, where we love you, wir lieben dich. Irgendwie auch dem Gehörnten die Macht genommen. Und man könnte auch sagen, ja, vielleicht sind Tiere ja die besseren Menschen. Man hätte manchmal Recht dazu, das so zu sagen. Hier aber sind es Raubtiere und wer einem Raubtier ausgeliefert wird, das in dem Moment nur noch zuschlagen will, fressen, so wie es hier beschrieben ist, der fühlt sich völlig machtlos ausgeliefert. Und demgegenüber ist das jetzt die Verheißung. Einer, der wie ein Mensch, der als Mensch auf den Wolken des Himmels kommt, zu dem, der uralt ist. Ihm werden die Menschen dienen. Es ist auch nicht, dass er sich die Herrschaft angeeignet hat,
wie dieses letzte Horn. Antiochus Epiphanes ist über viele fragliche Umstände an die Macht gekommen. Nein, es ist per Akklamation die Menschen, die ihn verehren. Sie haben etwas gespürt von ihm. Sie haben erfahren, dass er gut ist und Menschlichkeit neu definiert. Er wird die Herrschaft antreten. In der himmlischen Welt sehen wir einen als Menschen, der von den Menschen gekommen ist und zu dem geht, der uralt ist. Klingt bei uns nicht so gut. Wer will schon ein uraltes Handy haben oder ein uraltes Auto? Aber in damaliger Auffassung ist uralt das, was schon immer war und das sich bewährt hat durch die Zeiten hindurch. Das ist ein unaussprechliches Qualitätsmerkmal. Und manchmal keimt das auch bei uns noch auf. Manches ist eben hier auch im Raum eben irgendwie durch sein Alter schon irgendwie mit Würde beladen. Auch die weißen Haare. Das heißt nicht, er ist ein bisschen, naja, kriegt er noch alles mit? Ist der Herr da oben wirklich noch schwindelfrei? Singt Marius Müller-Westernhagen etwa in Hallo Engel. Sondern er ist vollauf da. Er hat in den Händen, was geschieht. Er blickt durch. Er hat's in der Hand. Er blickt durch, nicht nur mit den Augen. Er hat den Herzensblick. Nichtsdestoweniger, lodernde Flammen gehen von ihm aus. Sein Thron, der ist nicht starr, fest, irgendwo zementiert, sondern das sind feuerspuckende Räder, die sich da drehen. Das heißt, er ist hier und da und dort, er ist überall und immer aktuell, immer voll und ganz vorneweg und da, ganz da. So wird er an anderer Stelle genannt. Ich bin da, Gott ist da. Aktueller, als es je irgendein Mensch sein kann. Er hat es in Händen, er schickt den Menschensohn, beziehungsweise der Menschensohn kommt zu ihm zurück. Es wird sich abbilden auf Erden, was hier im Himmel geschieht, nach dieser Max-Zeit. Jetzt ist Ende, maximal bis dahin und Schluss. Auch Jesus wird ja davon sprechen, dass einem jeden Menschen seine Grenze gesetzt ist. Maximal bis dahin, mehr geht nicht. Wir können höchstens wegnehmen, aber niemand kann seinem Leben auch nur eine Elle noch zusetzen. Das wird sich widerspiegeln, also was im Himmel geschieht, auf Erden, wie Jesus uns auch dann zu beten lehrt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass diejenigen, die im Sinne Gottes handeln, denken, fühlen, das Volk der Heiligen des Höchsten, die Macht bekommen wird. Jesus wird sagen, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Sanftmütigen, ihnen gehört die Erde. Nun, in der Zeit zunächst gedacht, das verfolgte Volk Israel, der Juden, und das klingt beinahe, jedenfalls ganz seltsam, dass denen vielleicht zugetraut wird, dass sie die Macht bekommen, so ein kleines Volk gegenüber diesen Weltmächten. Aber es gibt heute Leute, die bestimmten Verschwörungstheorien anhängen und die rechnen das Juden zu, dass die heimliche Weltherrschaft ausüben und so. Naja, mit viel Hass im Hintergrund, hier geht es um
Heilige, das ist nichts von Hass die Rede. Das ist so wie der Hochbetagte mit weißem Haar, ganz rein, ohne irgendwelche Eigeninteressen, auch nicht völkische Eigeninteressen. Sie werden tatsächlich im Sinne Gottes handeln, im Sinne Gottes sein letztes Wort sprechen. Maximal bis dahin ist die Botschaft, haltet aus, auch wenn ihr jetzt daran nichts oder nicht viel ändern könnt. In der Folge auf Daniel hin hat es Bewegungen gegeben, die eben die Machthaber rauswerfen wollten, die mit Waffengewalt eben die Römer dann bändigen wollten und aus dem Land jagen wollten. Das ging schief. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Die, die reines Herzens sind. Die, die den Willen Gottes tun. Denn das wird das Letzte sein, der Wille Gottes. Alles andere ist vorläufig. Trotzdem bitten und beten wir darum. Und beten vielleicht für Menschen, die unterdrückt werden. Für Menschen, die auch für ihren Glauben verfolgt werden, ausgerottet werden sollen. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass Gott für jeden ein offenes Ohr hat. Es wird sehr genau unterschieden zwischen falsch und richtig. Es wird durchgegriffen, es wird verurteilt, es wird hingerichtet. Auch in heutigen Tagen. Haltet aus, es wird anders kommen. Das ist unsere Hoffnung. Ja, Jesus, er hat nie direkt gesagt, ich bin der Menschensohn, aber er hat vom Menschensohn so gesprochen, dass man wissen konnte, ja, das stimmt überein mit ihm, in seiner Art. Wenn so einer das Sagen bekäme, dann würde alles gut. Aber wie gesagt, er setzt es nicht mit Gewalt durch. Es sind Menschen, die ihm folgen. Es sind Menschen, die ihn verehren, die ihm dienen. Es ist das Volk der Heiligen des Höchsten. Es sind die Befreiten der Schöpfung, die Kinder Gottes, die das Gesicht der Welt verändern. Sind wir dabei? Oder sind wir auf Seiten derer, die mit Gewalt ihren Willen durchsetzen, ihren Hass verbreiten, andere unterdrücken? Auf welcher Seite stehen wir? Das ist die Frage. Die Frage Daniels, die Frage des Menschensohns Jesus an dich heute. Ja, in dieser Verbindung der himmlischen Welt und der irdischen Welt, da geschieht etwas. Und es wird herausgefordert, provoziert, erbeten in den Worten des Vaterunsers. Lass uns das miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Segen des dreieinigen Gottes, der Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit dir, sei mit uns allen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel und Erde vergehen. Der Himmel, der kommt, es ist der kommende Das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend besiegt sind. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und dem Antlitz des Menschen. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben Als nächstes ist Pfarrerin Katja Schulze aus Leisnig dran. Sie hat für uns das sechste Thema der Bibelwoche vorbereitet. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche. Bleiben Sie behütet und gesund und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Gleich dem Stern.